Gott des Lebens, segne alle unsere Osterspeisen und unsere Tischgemeinschaft. Segne uns mit Freude und Dankbarkeit, mit Zuversicht und Lebensfreude. Großen Party voller Musik und guter Stimmung präsentierte Markus Kreuz seine neue CD Frei und ungeniert. Die Schlösserstraße gilt als einzigartiges Ausflugserlebnis. Die 1001 Kilometer lange Strecke verläuft über drei Länder und 41 Schlösser. In Bad Radkersburg wird die neue Radsaison traditionell mit dem Anradeln eröffnet. Die dreitägige Veranstaltung wurde heuer erstmals vom Team des Zehnerhauses im Auftrag der Stadtgemeinde durchgeführt. Im April besuchten rund 30 Gäste aus Slowenien, Ungarn, Kroatien und Serbien das steirische Vulkanland. Sie repräsentierten bei dieser Exkursion die Projektpartner des Interreg-Projekts Amazing Amazon of Europe. Das Ziel dabei war, die Highlights des österreichischen Projektgebietes kennenzulernen. In Bayerisch Kölldorf lud das Vulkanlandhotel Legenstein zum zweiten Produzentenmarkt. Diese Veranstaltung soll den Gästen die breite Palette an regionalen Top-Produkten näher bringen und die Vielfalt der Region sichtbar und erlebbar machen. Wir befinden uns hier im Proberaum der Murfelder Theatermacher im ehemaligen Gemeindeamt Murfeld. Wir sind ein Theaterverein, der im Abstand von 2 Jahren eine Komödie auf die Bühne bringt. Ehrenamt ist für mich deshalb wichtig, weil damit viel Positives bewegt werden kann und positive Perspektiven geschaffen werden. Ehrenamt ist für mich deshalb wichtig, weil es einfach schön zu sehen ist, dass unser Publikum einmal für 2 Stunden den Alltag hinter sich lassen kann. Denn wir alle wissen, Lachen ist gesund.